Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 85 Witchfinder General. Es klopfte noch vor dem Frühstück an Hermines Tür und sie hoffte innig, dass es nicht Snape war, denn sie wollte ihm nach dem vermasselten Tag heute lieber nicht nochmal sehen. Ihre Befürchtung bestätigte sich zum Glück nicht. Ihr Herz rutschte in die Hose, als sie das lächelnde, frisch rasierte Gesicht von Professor Svelte erblickte, der sie freundlich anlächelte und fragte: Ich störe Sie doch hoffentlich nicht. In einer Hand hielt er ein großes Behältnis, welches mit etwas Stopf zugedeckt war und nicht sehr schwer zu sein schien. Kommen Sie doch rein, Professor Svelte, sagte Hermine freudestrahlend, als sie ihn einließ. Professor Svelte trat ein und blieb nach einigen Schritten stehen, um sich in ihrem Wohnzimmer umzublicken, bevor sie ihm einen Platz auf der Couch anbot. Der Professor stellte den Behälter neben die Couch und sagte freundlich: Jetzt, wo Sie zum Kollegium gehören, Miss Granger, wäre es mir eine Freude, wenn Sie mich beim Vornamen nennen würden. Er kam auf sie zu, während er ihr die graziöse Hand entgegenhielt und sagte: Mein Name ist Valentinus. Sie ergriff seine Hand, grinste breit und hauchte: Hermine. Der Überraschungsbesuch am Morgen war eine nette Abwechslung für Hermine. Sie konnte sich, wie schon damals beim Frühstück in der großen Halle, sehr locker mit ihm unterhalten. Er war galant und witzig, vor allem aber intelligent und gut aussehend zugleich. Letzterer Punkt wäre in ihren Augen natürlich nicht ausschlaggebend für eine Partnersuche, aber es wäre nett, wenn mal alles zu stimmen schien. Hermine, nach unserer Unterhaltung neulich beim Frühstück ging mir eine Sache nicht mehr aus dem Kopf. Sie hatten erzählt, dass Sie einen Knieselmischling gehabt hatten. Wie ich sehe... Valentinus blickte sich in dem fensterlosen Raum um. Haben Sie momentan keine Haustiere? Daher dachte ich, damit Sie ein wenig Gesellschaft haben, schenke ich Ihnen. Valentinus verstummte und zauberte ein mysteriöses Lächeln auf seine Lippen, bevor er sich erhob und nach dem großen Behältnis griff. Er stellte es auf den kleinen Couchtisch und entfernte das Tuch, wobei er in Hermines Augen eine große Ähnlichkeit mit einem Magier aus der Muggelwelt aufwies, der einen Zaubertrick vorgeführt hatte und gerade das Resultat präsentieren wollte. Ein Knieselbaby, Gott, wie niedlich! Schwärmte Hermine mit verzückter Stimme, die sich gleich darauf auf den Boden kniete, um das Fellknäuel im Käfig zu begutachten. Ich dachte mir, dass Sie Gefallen daran finden werden. Er war lange genug bei der Mutter, ist gesund und kräftig. Wollen Sie ihn mal nehmen? Fragte er, während er gleichzeitig schon den Verschluss des Käfigs öffnete und hineingriff. Er holte den reinrassigen Gniesel heraus, dessen schwarzes Fell mit großen weißen Tupfen verziert war. Der Schwanz war schwarz-weiß gestreift, aber die Quaste, die wie die eines kleinen Löwen aussah, war ebenfalls pechschwarz. Hermine strahlte überglücklich, als sie das kleine Tierchen entgegennahm. Doch kaum hatte sie es an ihre Brust gedrückt, fuhr der Kniesel seine Krallen aus und kratzte. Au! Schrie sie und ließ den Kniesel fallen. Doch da sie auf dem Boden kniete, fiel er nicht so tief und landete sowieso auf allen vier Pfoten. Er muss sich noch ein wenig eingewöhnen, Hermine. Vielleicht hat ihn auch der Transport etwas aufgewühlt, erklärte Valentinus, während Hermine
mit gedämpfter Freude den Kniesel beobachtete, der alsbald ihre Wohnräume inspizierte. Wussten Sie, dass ich nächste Woche am Freitag Geburtstag habe, Valentinus? Oder war es nur Zufall, dass Sie ihn mir geschenkt haben? Fragte Hermine. Oh, wie gern würde ich sagen, dass ich das natürlich gewusst habe. Aber das wäre eine Lüge. Und hübsche junge Damen darf man einfach nicht belügen. Schmeichelte er. Sie ließ das Tierchen gewähren und allein umherstreifen, während sie selbst wieder das Gespräch mit Valentinus suchte. Nach einer Weile sagte er mit seiner warmen Stimme: Hermine, ich würde Sie gern einmal außerhalb Hogwarts zum Essen einladen. Aber ich bestehe darauf, dass Sie eine Freundin oder einen Freund mitnehmen. Sie könnten ja Harry fragen. Schelmisch grinsend entgegnete sie: Wir brauchen doch keine Anstandsdame, oder? Valentinus lächelte, sagte jedoch: Aber es schickt sich nicht, Hermine. Wie wäre es diesen Samstag? Wir könnten nach Venedig flohen und ein schickes Restaurant besuchen. Oder lieber Frankreich? Ich werde einfach einen schönen Ort auswählen und Sie und Harry lassen sich überraschen. In Ordnung? Grinsend nickte Hermine. Valentinus sanften Annäherungen gefielen ihr, während der Vampir Caedes sie einfach mit seinen romantischen Hypnotisierungskünsten verwirrt hatte, wollte Valentinus es mit ihr auf die elegante, zurückhaltende Art beginnen, was sie begrüßte. Nachdem sie Valentinus verabschiedet hatte, versuchte sie noch zweimal den kleinen Kniesel zu streicheln, doch beide Male kratzte er sie, so dass sie ihn alleine zurückließ. Das Jungtier wollte sich erst einmal etwas an sein neues Zuhause gewöhnen, dachte sie, als sie nach oben ins Erdgeschoss marschierte, um Harry zu besuchen. Hi, Hermine! So früh schon auf? Wollen wir zusammen hier frühstücken? Sirius ist nämlich auch da und... sagte Harry innehaltend, als Sirius gerade nur mit einer Unterhose bekleidet aus seinem Schlafzimmer geschlendert kam. Hermine bemerkte und einen Satz zurückmachte, bevor er seine Schlafzimmertür von innen zuschlug, was sie zum Kichern brachte. Mit einem übergeworfenen Morgenmantel trat Sirius erneut und so gelassen, wie es nur möglich war, ins Wohnzimmer hinein. Zwei kleine, rötliche Stellen auf seinen Wangen verrieten jedoch, dass es ihm unangenehm gewesen war, sich nur leicht bekleidet Hermine gezeigt zu haben. Doch diesen unangenehmen Moment überspielte er mit einer netten Begrüßung und einigen Anekdoten. Kleine Ablenkungsmanöver schienen für Sirius der einzige Ausweg aus einer unangenehmen Lage zu sein. Mit einem üppig gefüllten Frühstückstablett apparierte Wobble ins Wohnzimmer und als ob er es geahnt hatte, brachte er drei Gedecke, die er auf dem Tisch ausbreitete. Derweil schob er ein störendes Stück gefaltetes buntes Papier auf der Tischplatte hin und her, bevor er das Tablett letztendlich abstellte. »Was ist denn das?« fragte Hermine, die gleich darauf die Broschüre nehmen wollte. Doch Sirius war schneller, schnappte sich den Flyer und er bestand darauf, seine Geschichte dazu zu schildern, bevor sie einen Blick darauf werfen durfte. Und so begann Sirius zu erzählen. Hermine lachte kaum, sondern hörte sehr aufmerksam zu, bis Sirius am Ende fragte: Findest du es nicht komisch? Was Anne getan hat, schon, aber mit Sekten an sich ist nicht zu spaßen. Ich habe da genug Erfahrung gemacht. In meiner Grundschule in der Muggelwelt, da standen einige Tage lang nach dem Unterrichtsschluss einige Leute mit Gitarren vor der Schule. Sie machten Musik und verteilten Süßigkeiten und so weiter. Irgendwie hat sich kein Kind etwas dabei gedacht. Außer dir, richtig? Fragte Harry, der sich sicher war, dass Hermine schon als Kind unter 11 Jahren sehr aufgeweckt gewesen sein musste. Natürlich fand ich das seltsam, Harry. Hat mich etwas an die Rattenfinger von Hameln erinnert, wie sie die Kinder weglocken wollten. Ich habe dem Direktor davon erzählt und der hat sich das kurz angesehen und dann die Polizei gerufen. Das war eine Sekte gewesen, die die Kinder für ihre Sache interessieren wollte. Sie wollten ihnen die Entscheidung mitzugehen mit einigen wirklich attraktiven Freizeitangeboten schmackhaft machen. So etwas ist wirklich dreist, sagte sie aufgeregt.
Sirius hielt ihr daraufhin die Broschüre entgegen, damit sie einen Blick hineinwerfen konnte, was sie auch gleich tat. Sie las und las, vermutlich gleich dreimal, wie Harry dachte, bevor sie sagte: Das sind vielleicht Spinner. Wo operieren die und wie viele sind das? Sirius und Harry zuckten mit den Schultern, bevor Sirius sagte: Dieses Werbeding ist doch nur ein Bestandteil meiner Geschichte gewesen. Ich habe es nicht einmal gelesen, geschweige denn mich mit denen auseinandergesetzt. Aber das sollten wir, sagte sie bestimmend. Nachdem sie ungläubige Blicke geerntet hatte, verbesserte sie: Das sollte ich. Immerhin geht es hier um Leute, deren Ansichten sie zu unseren Gegnern machen. Da oben steht eine Internetadresse drauf. Ich werde die mal besuchen, sagte sie auf eine Stelle auf dem Flyer tippend. Verdutzt fragte Harry: Du hast hier einen Internetanschluss? Nein, natürlich nicht. Wie soll das auch in Hogwarts gehen? Die ganze Magie und die Schutzwelle würden doch alles nur stören. Ich werde meine Eltern besuchen und dort mal ins Netz gehen, sagte sie. Anschließend fragte sie Sirius, während sie mit dem Flyer in der Luft wedelte: Darf ich den behalten? Er bejahte wortlos, bevor die drei über das Frühstück herfielen. Ach ja, Harry, hast du diesen Samstag Zeit? Valentinus möchte mit mir ausgehen, sagte sie beiläufig klingelnd. Doch natürlich hatte sie damit die volle Aufmerksamkeit der beiden Männer erlangt. Harry räusperte sich und fragte verdattert: Du hast eine Verabredung mit Svelte und fragst mich, ob ich Zeit habe? Erklärst du mir den Sinn? Sirius schien genauso verwirrt und sagte: Ja, den wüsste ich auch gern. Grinsend schilderte Hermine von Valentinus Besuch am frühen Morgen, dem Kniesel, den er ihr geschenkt hatte und dass er es schicklich fand, mit Hermine und einer Begleitung ihrer Wahl auszugehen. Finde ich sehr seltsam, sagte Sirius. Doch das Thema war abgehakt, nachdem Harry seine Zustimmung für Samstag gegeben hatte. Nach dem Vorfall mit Caedes war ihm wohler bei dem Gedanken, sie nicht mit einem Mann allein zu wissen, den beide nicht gut kannten. Nach dem Frühstück wollte Hermine zu Professor Snape in den Kerker gehen, aber sie wurde davon abgehalten, als sie noch im Erdgeschoss Minerva auf einem Gang erspähte, die von Arthur und Kingsley aufgesucht worden war. Die drei gingen in einen Raum hinein und Hermine konnte es sich nicht verkneifen, sich dem Raum zu nähern. Der Gang war wie ausgestorben, weil momentan noch das Frühstück in der großen Halle serviert wurde. So hielt sie direkt vor dem Raum, in welchem sie hatte die drei verschwinden sehen. Offensichtlich war das Gesprächsthema so einnehmend, dass keiner von ihnen daran gedacht hatte, die Tür zu schließen, geschweige denn einen Stillezauber auf das Zimmer zu legen, so dass Hermine ihre Stimmen durch den Türspalt hören konnte. Sie schaute nach rechts und links, und als sie sich allein wusste, drehte sie ihren Kopf so, dass ihr Ohr der Tür zugewandt war. Sie hörte Arthur sagen: Es ist auf jeden Fall ein Thema, das den Orden interessieren sollte. Wir sollten ein Treffen vereinbaren, um über wirklich wichtige Dinge zu reden. Minerva erwiderte: Albus kommt heute Mittag wieder. Ich werde ihm davon berichten. Aber sagen Sie, Arthur, Kingsley, was genau gibt es zu bereden? Hermine hörte Kingsleys tiefe Stimme sagen: Wir waren heute früh bei Malfoy. Wir haben einen Namen, Robert Hopkins. Wir haben auch seinen Wohnort, oder besser noch, gleich zwei. Neugierig fragte Minerva: Und was macht dieser Robert Hopkins für Probleme? Sie haben gesagt, er wäre ein Muggel. Ich vermute, dass es nicht in unserer Macht liegt, gegen einen Muggel vorzugehen. Aber Sie haben recht, Albus sollte davon erfahren. Vielleicht kommt er dann vollends auf andere Gedanken. Plötzlich nahm Hermine einen würzigen, kräutrigen und sehr aromatischen Duft wahr. Bitterer Beifuß. Sie drehte sich abrupt um und blickte in die dunklen Augen, welche sie fixiert hatten. Vor lauter Schreck warf sie eine Hand über den Mund. Professor Snape hatte sie beim Lauschen erwischt. Doch anstatt sie zu schelten, hielt er gelassen einen Zeigefinger über die schmalen Lippen,
bevor er sich lautlos einen Schritt der Tür näherte und auch er drehte seinen Kopf, um besser hören zu können. Gleich darauf nahm Hermine wieder ihre vorherige Position ein. So standen die beiden dort an der Tür, mit den Köpfen aneinander zugewandt und sie lauschten der Unterhaltung im Zimmer. Kingsleys tiefe Stimme sagte: Aberdeen in der Langdykes Road und ein Haus soll in der Nähe des verbotenen Birkenwaldes liegen. Mit perplexer Stimme fragte Minerva: Ein Muggel, der in der Nähe eines Zentaurenreservats leben soll? Ich bitte Sie, Kingsley, sind Sie sicher, dass Mr. Malfoy diese Aussage unter Veritasierung gemacht hat? Hermine und Professor Snape schauten sich für einen Moment in die Augen, bevor sie ihre Blicke schweifen ließen, aber beide lauschten weiter, denn Arthur sagte nun: Er ist mit Sicherheit ein Muggel und ein gefährlicher dazu. Malfoy sprach von ungefähr 200 Mann, die ihm folgen würden. Sie haben Methoden, gegen die wir uns kaum zur Wehr setzen können, weil wir deren Waffen nicht kennen. Und was bitte wäre Ihr nächster Plan, wenn diese abscheulichen Muggel alles daran setzen, Hexen, Zauberer zu ermorden? Wie sollen wir uns dann diesem Mann nähern, ohne uns einer Gefahr auszusetzen? Fragte Minerva mit erboster Stimme. Eine Weile lang wurde nichts gesagt, so dass Hermine ihren Professor wieder in die Augen schauen konnte und erhielt ihren Blick. Dann tönte erneut die Baritonstimme von Kingsley durch den Spalt hindurch, der sagte: Wir müssten einen Muggelgeborenen hinschicken, der sich das mal ansehen könnte. Daraufhin fragte Minerva: Haben Sie schon jemanden im Auge? Arthurs Stimme antwortete, klang dabei jedoch nicht sehr sicher. Ich würde ja Harry fragen, aber wenn dieser Muggel Informationen über unsere Welt hat, dann dürfte ihm der Name Harry Potter sicherlich geläufig sein. Ich wollte daher vielleicht Hermine darum bitten. Sie ist sehr clever und kennt sich bestens in der Muggelwelt aus. Hier wurden Hermines Augen ganz weit, während sie nach wie vor Professor Snape anblickte, der lediglich wie in Zeitlupe eine formschöne Augenbraue hob. Kaum vernehmbar entfernte er sich einen Schritt von der Tür und machte ihr lautlos klar, ihm zu folgen. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.